ARD Radio Tatort. Ein blühendes Land. Hörspiel von Thilo Reffert. Frau de Peer, sind Sie fertig? Herr Braubach, ja, ich freue mich auch. Aber es ist nur eine Pressekonferenz. Eine Pressekonferenz, für die der Saal nicht ausreicht? Wir geben nur bekannt, dass wir einen dringend Tatverdächtigen ermittelt haben. Oh nein, wir tun viel mehr. Am Sonnabend feiern wir 25 Jahre deutsche Einheit. Aber wie stehen wir da? Die neuen Bundesländer, Sachsen, Anhalt zumal, noch immer und mehr denn je. Arm, unzufrieden. Und undankbar. Vom Westen belächelt, verspottet, zurechtgewiesen. Die neuen Bundesländer eben. Nein, neu nicht mehr. Inzwischen sind wir die, die es nie lernen. Aber jetzt gehen wir da raus. Genau wie Kollegen in Hessen oder Rheinland-Pfalz das tun. Wir hatten hier ein hässliches Verbrechen. Ja, aber auch wir können schnell, konsequent und erfolgreich sein. Die Polizei von Sachsen-Anhalt ist nicht blind. Auf keinem Auge. Das Blut war noch nicht trocken, da hatten wir schon eine schlagkräftige Soko. Und keine 24 Stunden später den Täter. Ausländerfeindlicher Hintergrund, ne? Leider, aber ein Einzeltäter. Kein Terrorismus, keine Gefährdungslage. Der Tag der Einheit kann kommen. Aber der einzige Schönheitsfehler ist, wir haben kein Geständnis. Wir haben alles, was wir brauchen. Zeugenaussagen, Faserspuren, Blutspuren, Fingerabdrücke. Ein Motiv. Das war saubere Arbeit. Auch das kann Sachsen-Anhalt. Kommen Sie. Das sagen wir jetzt der Welt. Frau de Beer, Daniel Fechner ist gerade gekommen. Jetzt nicht, Frau Franke. Ich dachte mir, für Herrn Fechner könnte ich stören. Ist richtig, Frau Franke. Schicken Sie ihn rein. Mein Name ist Daniel Fechner. Guten Tag, ich möchte mich stellen. Sagten Sie Fechner? Daniel Fechner. Mir gehört die Wohnung, also der Tatort. Ich bin der Mieter. Ich komme erst jetzt, weil ich... Frau de Beer, das dauert. Wir gehen jetzt zur PK. Seine Zeugenaussage nehmen Sie nachher Moment, auf. Moment, er sagte, Sie sagten, Sie wollen sich stellen? Yusuf Amasik, gestern Abend... Zwischen 6 und 7 Uhr, das war ich. Ich hab ihn erstochen. Mit einem Küchenmesser, circa 25 Zentimeter Klinge, hier hinein ungefähr. Raus mit ihm! Er soll nebenan warten. Unter meinen Fingernägeln ist bestimmt noch Blut von ihm. Frau Franke, nehmen Sie bitte Herrn Fechner mit nach nebenan. Mach Danke. Ich. Kommen Sie hier entlang, bitte. Aber ich bin ein Mörder. Und ich bin genauso Polizei wie die. Das war's wohl mit der PK. Wie bitte? Wir gehen. Auf geht's. Wie denn? Wollen Sie zwei Täter präsentieren? Wollen Sie denen sagen, bitte, kommen Sie später wieder. Wir ermitteln jetzt doch noch. Mann, die haben ihre Kameras schon an. Und wir haben einen Täter. So, und jetzt haben wir dazu noch jemanden, der sich fälschlich selbst bezichtigt. Aber wir müssen ihn wenigstens anhören. Spektakuläre Fälle locken Selbstbezichtiger an, so ist er das. Er ist der Neffe des Täters. Dieser Daniel ist der Neffe von Lutz Fechner. Ja, hören Sie ihn an, Frau de Beer. Aber nach der Pressekonferenz. Da kann er so lange aussagen, wie er möchte. Was kann denn dabei rauskommen, hä? Doch nichts anderes als die Wahrheit, die wir schon kennen. Kommen Sie. Ich höre mir an, was er zu sagen hat. Jetzt gleich. Ihre Entscheidung. Sagen Sie später nicht, ich hätte Ihre Karriere nicht gefördert. Wenn wir wenigstens ein Geständnis hätten von diesem Lutz Fechner. Ich muss da raus, alles andere ist Selbstmord. Ich habe es Ihnen doch erklärt, Frau de Beer. Es geht um viel mehr als diesen Fall. Mein Gott,
25 Jahre nach der Wiedervereinigung, da denkt man doch, es ist endlich mal gut und wir haben das jetzt hinter uns. Aber nein, noch immer lauert hier hinter jeder Ecke die Vergangenheit. Ja, so ist das im Osten. Mir wäre ein Land lieber, wo hinter jeder Ecke die Zukunft beginnt. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit in die weite Welt hinaus. Hörst du bitte auf? Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Arne. Bis zum Annika, ich arbeite wieder. Ich arbeite als Pressesprecher, ja. Und ich verdiene auch mehr als je zuvor. Mietfresser, hast du früher gesagt. Ja, da darf ich auch mal an Urlaub denken. Lotte wird 3, das heißt, sie hat auch schon was davon und sie fährt umsonst. Wir könnten uns eine Balkonkabine nehmen, Blick übers Meer. Die Last-Minute-Preise für November, die sind im Satz. Was willst du machen? Du willst eine Kreuzfahrt machen? Sag mal, bist du vollkommen... Das ist ein einziger Friedhof da unten. Arne, wir fahren über Leichen, ja? Wenn wir übers Mittelmeer fahren, 10.000 sind da, trunken, ersoffen, erfroren, verreckt in den letzten Jahren und du willst dir einen Logenplatz nehmen, mit Balkonkabine. Willst du Lotte zeigen, guck mal, da ist ein Flüchtlingsboot, guck mal, pass auf, gleich gehen die unter, blub, 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 blub. Und was willst du, die Welt retten, indem wir im Stadtpark zelten? Ich kotze, Lestefnik, ich kotze über deine Ignoranz. Ich habe 2 Täter... Aber nur eine Tat. Könntest du bitte einmal deine Arbeit da lassen, wo sie hingehört? Ich habe 2 Täter, aber nur eine Tat. Normalerweise habe ich da Leute sitzen, die mit Händen und Füßen abstreiten, es gewesen zu sein. Aber hier habe ich einen, dem kann ich das wirklich lückenlos beweisen. Aber der schweigt. Sagt gar nichts, nichts. Und der andere, der redet und redet und redet und redet. Der spinnt sich was zurecht. Dachte ich auch. Aber nee, der hat so viel Täterwissen. Der erzählt so plausibel, den würde jeder Richter verknacken, auch ohne Spuren. Moment. Aber heute war doch Pressekonferenz und Braum. Ist das Ding gefallen? Ja. Da hat er doch den Täter präsentiert. Ja. Und das Land gelobt. Hat er nicht gesagt, Sachsen-Anhalt ist ein blühendes Land und ja? Ich war... Ja. Ah, jetzt brauche ich auch einen. Blümchen, rette mich. Ich brauche einen Kaffee mit Zitrone und eine halbe Juvenal. Guten Morgen, Frau de Beer. Frau Blum ist noch immer verreist. Oh, ist sie gleich da geblieben? Nebenan sitzt die Lebensgefährtin von Daniel. Hä? Fechner, seit 8. Frau Franke, wirke ich auf Sie, als hätte ich Vorwürfe nötig? Sie wirken... Lassen wir das. Kommen Sie bitte, Frau de Beer ist jetzt für Sie da. Bitte. Hallo, guten Tag. Ah ja. Guten Tag, Frau Michal Alami. Oh Gott, ich hoffe, ich habe Ihren Nachnamen richtig ausgesprochen. Ach, der ist schwer. Sagen Sie einfach Kalila. Ja, Kalila. Ist Daniel hier? Bei Ihnen? Ich komme von der Halberstädter Straße. Sie haben mich hierher geschickt. Ja. Ja? Ja. Aber wir haben ihn vorläufig festnehmen müssen. Sie müssen ihn freilassen, bitte. Er ist unschuldig. Kalila, ich verstehe ja, Sie wollen Daniel helfen. Aber wissen Sie, Sie helfen ihm am meisten, wenn Sie Ihre Aussage vom Mittwochabend ergänzen. Aber ich war nicht zu Hause, als das passiert ist. Und als ich wiederkam, war schon Polizei da. Ich kannte den Tod nicht wirklich. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich weiß, und ich weiß, Daniel ist unschuldig. Gut, gut, gut. Vielleicht erzählen Sie mir von sich. Von mir? Wann soll ich da anfangen? Vielleicht mit Ihrer Ankunft in Deutschland. Frau de Beer, ich habe etwas für Sie. Oh, Sie haben Besuch. Entschuldigen Sie uns einen Moment? Ja, ich gehe nebenan. Es dauert nicht lang. Ich hatte es Ihnen ja gesagt. Der knickt ein. Solche Brüder knicken immer ein. Das war ja das Einzige, was uns vielleicht noch fehlte, das Geständnis. Sie sprechen von Lutz Fechner. Der hat gestanden. Umfassend. Wird gerade verschriftlicht. Und Sie haben ihn vernommen? Ja, das war nicht so schwer. Das hätten Sie doch genauso gemacht. Stellen Sie sich mal vor, wie wir da gestanden hätten. Also wie ich da gestanden hätte. Wenn ich hätte zurückrudern müssen. Aber nun ist es ja gut. Jetzt haben wir es schriftlich, dass er der Täter ist. Hier. Ist der neue Fall. Setzen Sie sich gleich ran. Das Wirtschaftsministerium macht Moment, Druck. Ich kenne nicht mal das Geständnis. Na, dann lesen Sie das Geständnis, Frau de Beer. Legen Sie den Finger auf jede Ungereimtheit. Und Sie?
Sie lesen so lange das Protokoll der Aussage von Daniel. Frau de Beer, zählen Sie doch mal eins und eins zusammen. Lutz ist bei Gita. Daniel lebt mit einer Immigrantin zusammen. Wer von den beiden begeht eine ausländerfeindliche Tat? Man muss es nur sehen wollen, Frau de Beer. Das ist kein Sportwagen, der muss in die Werkstatt. Warum sind wir nicht in Ihrem Büro geblieben? Wir fahren zum Tatort. In meinem Büro ist es nicht passiert. Ist es Ihnen unangenehm, dass wir zu Ihnen fahren? Nein, überhaupt nicht. Sie können alles sehen. Wenn Daniel Fechner so unschuldig ist, welchen Grund hatten Sie, ihn bei uns zu suchen? Daniel war verschwunden seit Mittwochabend. Und gestern, Donnerstag, bin ich zur Polizei in die Halberstädter. Aber sie wollten keine... Vermisstenanzeige. Ja, genau. Ja. Sie wollten keine Vermisstenanzeige aufnehmen. Und heute früh haben sie dann gesagt, gehen Sie zur LKA. Und ich hatte ja noch Ihre Karte von Mittwoch, ja. Da bin ich zu Ihnen gekommen. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke. Ich lebe seit 13 Jahren in Deutschland. Länger, als ich in Syrien gelebt habe. Meine Eltern sind 2002 aus Syrien geflohen mit uns. Da war ich 12, ja. 2010 haben sie dann gesagt, wir müssen gehen zurück nach Syrien. Wir Kinder konnten aussuchen, bleiben oder gehen. Und mein Bruder wollte mit zurück. Und Ihre Eltern wurden nach Syrien zurückgeschickt? Ja, das war 2010, ja. Da war dort arabischer Frühling. Ich wollte ja eigentlich auch zurückgehen. Aber nach dem Studium, ich hatte meinen Studienplatz. Ja, jetzt sieht das natürlich anders aus. Und sind Ihre Eltern jetzt in Syrien? Nein, im Libanon im Moment. Aber sie wollen nach Jordanien. Dort leben auch Verwandte von uns. Wir skypen einmal die Woche. Sie wissen noch nicht, was passiert ist hier. Ich will es Ihnen dann zusammen sagen mit Daniel. Sie wissen, dass Lutz Fechner dringend tatverdächtig ist. Der Onkel. Kam im Fernsehen, ja, natürlich. Was meinen Sie denn dazu? Sie haben gesagt, rechtsradikaler Hintergrund. Stimmt das? Lutz war ja oft bei uns. Die saß in der Küche und manchmal war ich dabei. Du nicht, Mädchen, hat Lutz dann immer gesagt. Dich meine ich nicht damit. Du studierst, Mädchen, das ist in Ordnung. Und du hast den Daniel genommen. Der kann froh sein, dass er dich hat. Oh, Lutz, bitte. Der hätte ja nie eine gefunden. Er hat auf mich gewartet. Wie gerettet hast du den Kalina, Mädchen, ja? Dem ging doch sein Leben nichts an. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Ja, wo du essen gegangen bist, weil du nicht mal Wasser kochen kannst. Das klingt nicht besonders rechts oder radikal. Er konnte auch nett sein. Das ist ja das Schlimme an denen. Wie war Lutz, wenn er nicht nett war? Wenn es um Politik ging, dann war er wie ausgewechselt. Oh Mensch, Onkel Lutz, wir müssen morgen wirklich früh raus. Komm, ja. Einen Scheidebecher noch. Ich will dich noch mal was fragen. Ne? Wo haben Sie das Geld her? 7.000 Euro kostet die Überfahrt übers Mittelmeer. Doch, 7.000! Die hab ich nicht. Ja, 7.000. Ja. Das ist viel Geld. Da unten ist es ein Vermögen. Und warum nehmen die das nicht? Um sich was aufzubauen. Zum Beispiel eine Falafelbude. Oder eine Mopedwerkstatt zum Beispiel. Okay. Ja? Da verschuldet sich eine ganze Familie, damit einer nach Europa kommt. Warum lösen die ihre Probleme nicht da, wo sie sind? Wo die herkommen, die Flüchtlinge, da ist Krieg. Ja, weil da jeder eine Knarre hat. Als wir hier zuletzt Krieg hatten, ja, da waren doch auch Millionen Menschen auf der Flucht. Und da war auch keiner freiwillig unterwegs. Bitte, hört auf. Pass auf, ich sag ja nur, die Flüchtlinge hier, die Boat People, ja, die kommen laufend im Fernsehen vor, in den Nachrichten.
Da kümmern sich alle. Und ich? Ja, mit meiner scheiß Hüfte, wo die Ärzte nur fragen, schlafen Sie nachts noch? Wiedersehen. Ja, das hat mein Vater auch seit 2 Jahren. Hier, ja. Von meiner Nachbarin, die Tochter zum Beispiel. Hm. Die unterrichtet eine Klasse. Hm. Da ist nicht ein einziges deutsches Kind drin. Berlin natürlich. Das also kannst du doch nicht... Da sind die zu viert in der Klasse. Lutz, Einzelfallhelfer, Schulbegleiter, Co-Lehrerin und sie eben, die Lehrerin, also die Tochter von der Nachbarin. Das ist überhaupt nichts anderes. 4 Leute sind da drin. Und hier in Olvenstedt, was ist das Hauptfach? Ausfall. Das war Hass. Er hatte einen richtigen Hass auf Flüchtlinge. Daniel ist das Gegenteil. Er wurde nie ein Flüchtling. Haben Sie sich denn persönlich bedroht gefühlt von Lutz? Nein, nein. Wenn es privat wurde, war er wieder der nette Onkel und hatte total Verständnis. Mich hat er gelobt. Er hat immer gesagt, ich kann das zwar nicht schreiben, was du kochst, aber... Aber schmecken tut's eine Wucht. Das Rezept ist von meiner Mutter. Das sind Kibbel Labanille, Onkel Lutz. Kibbel Labanille. Oder hier, nimm genau. Die Kosovo-Albaner, ja? Die kommen hierher, zu Tausenden, zu Zehntausenden kommen die hierher. Und die können doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen in ihrem Kosovo und alle abhauen. Doch, das geht. Nur weil sie sich in Deutschland ein besseres Leben vorstellen? Ich hab doch 84 auch einen Ausreiseantrag gestellt, du und Tante Doris. Wir waren gegen das System. Ja, aber ihr wolltet Westgeld. Dann wir haben's ja nicht mehr ausgehalten, ohne freie Wahlen. Ihr wolltet Jakobskaffee und Persil. Ihr wolltet nach Paris und Mallorca, einen Golf. Darum ging's doch. Na, Westschokolade. Streng genommen, Onkel Lutz, wart ihr doch Wirtschaftsflüchtlinge. Ihr habt nämlich im Osten, habt ihr alles stehen und liegen gelassen, weil ihr euch im Westen ein besseres Leben erhofft habt. Ja. Du weißt doch gar nichts von dieser Zeit, Junge. Du weißt überhaupt nichts. Du hast keine Ahnung. Du warst doch noch Quark im Schaufenster. Ich hab mich belesen, ja. Die Geschichte schreiben die Sieger, ja. Du weißt gar nichts, weißt du. Komm hier, Mädchen. Gib mir mal noch was von dem bunten Quark, bitte. Du meinst das Hummus? Mhm. Mit Milch hat es nämlich gar nichts zu tun. Ja, sieht aus wie Quark. Schmeckt wie Quark. Nenn ich Quark. Hummus hol ich mir vom Kompost. Hier, links. Das ist aber nicht mehr der Schaden ausdrehen. Von da kommt man am besten ran. Das Opfer, Yusuf. Wie gut kannten Sie ihn? Yusuf? Yusuf war Berber. Ich meine, von der Abstammung vielleicht nur ein halber, aber von dem Verhalten ein ganzer. Er war ein Neffe von Nachbar der Schwester meiner Mutter, also... Was wollte denn Yusuf bei Ihnen, der Berber? Ich meine, er ist ja nicht zufällig nach Olvenstedt gekommen. Er hat mich schon angerufen aus Italien. Woher hat er Ihre Nummer? Die hatte er eben. Ich weiß nicht, wer die Nummer weitergibt. Ich habe sie auch schon gewechselt, aber ich habe 12 Cousins. Das hilft auch nicht. War denn Yusuf der erste Besuch, den Sie hatten? Nein. Da ist es, unser Eingang. Hier können Sie parken. Hier. Wie oft kam es vor, dass jemand zu Ihnen kam? Manchmal. Aber meine Schwiegereltern, die kommen auch nur manchmal. Trotzdem, wir haben immer gern geholfen. Wie denn? Wie Klamotten gewaschen und Essen, ein Bett, ganz einfach. Und wer wollte, den haben wir nach Halberstadt gefahren. In die zentrale Aufnahmestelle, wo man sich melden muss. Aber die meisten wollten nicht, die sind einfach wieder gegangen. Einfach gegangen? Mhm. Ja, die waren morgens dann einfach weg. Und wo sind die hin? Manche haben nochmal angerufen aus Hamburg oder gleich aus Dänemark. Da leben auch ein paar von unserer Familie. Oder aus Holland auch, ja. Mhm. Ja, de Bär? Frau de Bär, ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin gerade unterwegs. Wir können Daniel Fechner nicht länger festhalten. Dazu bräuchten wir einen Haftbefehl, den uns niemand gibt. Wir haben ja einen Täter. Wozu brauchen Sie jetzt meine Hilfe? Ich habe Daniel also auf freien Fuß gesetzt. Und jetzt steht er unten vorm LKA. Der geht einfach nicht, wenn das die Presse sieht. Oder der filmt sich mit seinem Handy und lädt das hoch. Tja, wenn die neue Kollegin schon da wäre, dann... Ach, ich war doch selber schon unten bei dem. Der will nur mit Ihnen reden, Frau de Beer. Sie haben doch so ein großes Herz für Verrückte. Ich muss los. Es geht um Daniel, oder? Ist er frei? Oh, ich hab das gewusst. Ja. Danke.
Sie haben ja gesehen, Daniel hat kein Problem mit Ausländern. Das hat nur Lutz. Mhm. Eins noch. Sie haben am Mittwochnachmittag so gegen 16:30 die Wohnung verlassen, gemeinsam mit dem späteren Opfer, Yusuf. Daniel blieb zu Hause. Ja, ich wollte mit Yusuf in die Bahn steigen, aber er war plötzlich weg. Was sollte ich machen? Ich bin weitergefahren. In die Stadt? Ja. Shoppen. Zurück kamen Sie aber ohne Tüten, ohne Einkäufe, ohne... Alibi? Ja. Nur Verdächtige brauchen ein Alibi. Warum sind Sie überhaupt los mit ihm? Er war doch gerade erst angekommen. Warum haben Sie mit Yusuf die Wohnung verlassen? Er wollte die Stadt sehen. Das stimmt nicht. Es hat einen Streit gegeben. Das war kein Streit. Deshalb habe ich das vorhin nicht gesagt. Yusuf ist Berber. Nein. Und das klingt so, wenn er der so... Der Streit redet. Drohte zu eskalieren und da haben Sie ihn vor die Tür gesetzt. Aber Yusuf ging zurück und traf auf Daniel. So, Herr Fechner, was genau hat Yusuf gesagt? Das weiß ich nicht. Die haben ja auf Arabisch gestritten. Ich hab immer gefragt, aber ja, Kalila hat dann nur gesagt, dass er sich aufregt, weil sie hier lebt, unter Ungläubigen, wo alles Sünde ist. Ja. Und Sie wollten ihr beistehen, ist klar, ja. Ja, ja. Aber Sie sind nicht der Typ, der andere für ihre Ansichten umbringt. Das... Warum glauben Sie mir denn nicht? Ich stelle mich, ich gebe alles zu. Was muss ich denn noch tun? Normalerweise streiten Täter ihre Tat ab. Ja, oder sie fliehen. Ich bin geflohen. Sie standen vor dem LKA, als ich kam. Ja, also, nochmal. Fechner, ich weiß das doch schon alles. Sie blieben allein in der Wohnung. Eine Stunde später klopft es. Sie denken, es ist Kalila, die ihren Schlüssel nicht findet. Es ist aber Yusuf. Er drängt an Ihnen vorbei. In die Wohnung, geht in die Küche, will sich etwas zu essen nehmen. Ohne zu fragen. Ja, Sie wollen ihn daran hindern. Gut, er stößt Sie zurück. Sie taumeln, fallen fast. Er beschimpft Sie, droht, ja, jetzt auf Englisch. Ja, I kill you, you coward. I kill you, bastard. We kill you with my bare hands. Sie weichen zurück und bekommen Angst. Greifen nach dem Messer, das dort immer liegt, Kalilas Messer, ja, und... Ja. Sie wollen ja nicht zustechen. Ich weiß, nur drohen. Ja. Aber er lacht nur, kommt näher. Ja. Und als er eine plötzliche Bewegung auf Sie zumacht, da stoßen Sie mit dem Messer zu, ohne es zu wollen. Ich weiß. Ja, der hat geglaubt, ich ziehe zurück. Yusuf sackt zu Boden und Sie laufen davon. Ja. Ja, schließlich haben Sie dann die Nacht irgendwie in einer Pension verbracht. Sudenburger Krug. Und sich am nächsten Morgen gestellt, das weiß ich alles, Herr Fechner. Ich kann doch aber auch nur die Wahrheit sagen. Also gut, hören Sie zu. Wir haben schon jemanden und wir haben sogar ein Geständnis. Das kann nicht sein. Sie wissen wen? Noch am Abend nach der Tat haben wir Ihren Onkel... Lutz Fechner festgenommen. Nein. Doch. Die Spuren am Tatort und in seiner Wohnung. Wir haben Zeugenaussagen und schließlich haben wir sein Geständnis. Das ergibt ein eindeutiges Bild. Er hat Yusuf Amarsik umgebracht. Onkel Lutz? Das ist lachhaft. Aus welchem Grund? Neben dem Toten war eine 88 auf den Boden geschmiert. Sie wissen, was das heißt? Mit Blut. Das ist doch ein Bekenntnis. Da war keine 88. Sie wissen nichts davon, sagen wir so. Da war jemand nach mir in der Wohnung. So sehe ich das auch. Aber da war Yusuf schon tot. Das sehe ich anders. Schließen Sie mich an den Lügendetektor an. Wissen Sie was? Sie haben richtig, richtig Kacke am Schuh. Sie alle beide, einer von Ihnen hat ein Tötungsdelikt begangen. Mord oder Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge, wie auch immer. Und der andere macht hier Falschaussagen. Für beides kann man in den Knast gehen. Ist Ihnen das klar? Mein Onkel lügt. Warum sollte er das machen? Weil der immer alles macht für mich. Ohne zu fragen, der macht es einfach. Ich war mal 4 Tage verreist, nach Berlin, zu Freunden. Als ich wiedergekommen bin, da war meine ganze Wohnung tapeziert. Ich wollte das gar nicht. Sie sagen also... Er hält sich einen Mord auf, eine lebenslange Freiheitsstrafe vielleicht, um Sie vor einer Bewährungsstrafe zu bewahren? Das ergibt doch keinen Sinn, das rechnet sich doch nicht. Umgekehrt wird da ein Schuh draus.
Sie nehmen Ihrem Onkel einen Mord ab und kriegen Bewährung. Vielleicht sogar einen Freispruch, wenn das Gericht Notwehr annimmt. Nein, nein, bitte, bitte, Sie müssen mir glauben. Damit ich Ihnen glauben könnte, dass Sie Yusuf umgebracht haben, muss ich wissen, warum Ihr Onkel diese angeblich Ihre Tat auf sich nehmen will. Warum tut er das? Helfen Sie mir bitte. Ich habe keine Ahnung. Sie sind frei. Herr Fechner, Sie können jetzt gehen. Wenn ich Sie schlage, dann müssen Sie mich einsperren. Gut, schlagen Sie mich. Dort ist die Tür. Wiedersehen. Lassen Sie mich mit meinem Onkel sprechen. Raus! Und vom LKA, da haben Sie Platzverbot. In Nord überhaupt. Und gehen Sie doch bitte nach Hause. Die Kalila wartet auf Sie. Ich habe schon alles gesagt. Das können Sie alles nachlesen. Ich habe Ihr Geständnis gelesen. Ja und? Schlüssig, plausibel, widerspruchsfrei. Ich trage die Konsequenzen. Was glauben Sie, wo Ihr Neffe gerade ist? Mein Neffe? Sagen Sie nicht, der hat schon wieder was angestellt. Das hat er nämlich auch schon fertig gekriegt. Dabei hatte der Hausverbot in dem Laden, ne? Und plötzlich war aus einem Ladendiebstahl ein Hausfriedensbruch geworden. Und ich nehme an, Sie haben das geregelt. Der Junge kriegt doch nichts auf die Reihe. Sein Studium nicht, sein Führerschein nicht. Dann habe ich seine Wohnung tapeziert. Und als Dank, ne, nimmt er sich so eine Suleika zur Freundin. Ich dachte, Sie mögen sie. Ja, ich dachte, man gewöhnt sich. Aber an manches gewöhnt man sich eben nie. Yalla, alles so. Handuros, yalla. Onkel Lutz, ja, komm doch rein. Nee, ihr habt Gäste. Aber wir tanzen. Du? Los, komm, wie lange hast du nicht mehr getanzt? Yalla, Onkel Lutz, komm. Du denkst in unser traditionelles Kichererbsenfest. Oh, aber immer. Pause los, ich gratuliere euch sogar. Was, wie bitte? Kichererbsenfest? Ja, hab ich jetzt erfunden. Das syrisch-deutsche Kichererbsenfest. Die hat ihn an der Erbse. Ist doch egal, warum wir feiern. Komm, wir feiern. Komm, komm, Onkel Lutz. Ich bin natürlich abgehauen, das stank bis in den Hausflur. Knoblauch und Schweiß. Und meine Brieftasche wollte ich auch lieber behalten. Ja, gut. Oh. Herr Fechner, wenn Sie die Wahrheit sagen, dann muss Daniel lügen. Zeigen Sie mir die Lüge. Wie bitte? Wieso Daniel? Daniel ist gestern zu uns gekommen und hat gesagt, er stellt sich. Er will alles gestehen, hat er gesagt. Oh, der bringt mich zur Verzweiflung. Ja, hier, 4 Etagen über uns hat er gesessen und ausgesagt, dass und wie er Yusuf umgebracht hat. Absolut plausibel, schlüssig und widerspruchsfrei. Er spinnt. Dem ist das alles zu Kopf gestiegen. Der lässt das alles viel zu nah an sich ran. Er lügt. Lassen Sie mich mit ihm reden. Was wäre ihm zu Kopf gestiegen? Ja, die ganze Helferei. Vielleicht hat er sich ja wirklich übernommen. Wenn es fast erst mal voll ist. Ich habe ihn gewarnt. Sei nicht so blöd, habe ich gesagt. Da sagt der Bengel, das ist christlich. Das ist christlich, Onkel Lutz. Das ist ein Schimpfwort für die, christlich. Und für dich, hä? Du hast doch eine Kirche noch nie von innen gesehen, christlich. Dann sag Hilfsbereitschaft dazu. Ja, genau. Dem Mann sitzt ein Araber auf deinem Sofa, in deinen Klamotten, isst dein Essen und trinkt dein Bier. Hilfsbereitschaft. Meinen Tee. Ja, genau, der lacht über dich. Ich habe mich jedes Mal so geärgert, aber was sollte ich machen? Allein. Wie meinen Sie das, allein? Am Anfang dachte ich, Rainer oder Didi helfen mir mal, dass wir Schichten machen, aber die kannst du vergessen. Die denken, die Politik hilft uns. Aber ich konnte eben nicht rund um die Uhr da sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass die einen verstecken. Wie blöd kann man denn sein, den hier reinzulassen? Das glaub ich nicht. Akram hat die Fahrt über das Mittelmeer überlebt. Der ist geflohen von Italien, über Frankreich bis hierher. Dem muss man doch irgendwie geflohen? Helfen. Geflohen? Hm? Der ist schwarz gefahren. Der hat tausende von Kilometern lang die Bahn beschissen. So sieht's aus. Ja, und ich zahle in der Straßenbahn 60 Euro, wenn ich keine Fahrkarte habe. Von der Arnstraße zum Damaschkeplatz hier. Das sind 2 Stationen. Der konnte sich tagelang nicht waschen und gegessen hat er zuletzt vor 3 Tagen. Ja, sagt er. Jetzt hör auf. Akram hat einen Block. Die haben ihn entführt und gefoltert. Okay, das ist schlimm. Okay. Was bezahlt er euch? Gar nichts. Gar nichts? Also prima. Aber den Schleppern hat er 7.000 Euro hingelegt. 7.000 haben die an dem verdient. Seine eigenen Leute. Und du lässt dich da ausnehmen wie eine Weihnachtsgans von einem vollkommen Fremden. Akram ist kein Fremder für uns. Na, ich höre. Kalila? Ja? Woher kennst du Akram nochmal? Er ist dein Cousin. Mhm.
Also der Sohn vom Bruder oder der Schwester deines Vaters? Ja. Da siehst du's. Oder Bruder deines Vaters? Meine Mutter hat 4 Schwestern. Von der Ältesten die 2. Tochter. Mhm. Ihr Mann hat einen Bruder und von dem der Sohn. Das ist Akram. So, merkst du was, Daniel? Da können jetzt Dutzende kommen, Hunderte von diesen Schwagerbruder, Neffen, Cousins, Nachbarskinder. Onkel Lutz, bitte, es kommen nicht Hunderte. Wie viele waren es bis jetzt? Der erste war wirklich ein Cousin von mir. Aha, und wie lange geht das jetzt schon? Weiß ich nicht. Daniel? Ein halbes Jahr jetzt. 6 Monate. Oh Gott. Da unten ist Krieg. Wie viele? Wir zählen nicht mit. Daniel. 14. Mit Akram 15. 15? Wenn das jeder macht, dann haben die ja 1 Milliarde. Das geht nicht. Und da haben sie beschlossen, den Hauseingang zu bewachen. Ganz genau. Damit keiner mehr zu Daniel in die Wohnung kommen sollte. Genau. Mitleid kennen Sie keines, oder? Doch, doch, großes Mitleid. Mit meinem Neffen, der große Gutmensch. Auch wenn es über seine Kräfte geht. Er hat selbst nichts, will immer allen helfen. Und die Brüder nehmen ihn aus, weil sich das natürlich rumspricht. Ein Smartphone haben die ja doch alle. Hier, Magdeburg, Scharnhorstring 45. Einfach klingeln und sagen, du bist Cousin von Kalila. Wie lange haben Sie das gemacht? Ein paar Wochen. Sie haben da kampiert. Ich habe geparkt auf einem legalen Parkplatz und in meinem Auto gesessen, auch legal. Und haben Flüchtlingen legal Angst gemacht. Ich habe bestimmten Leuten geholfen, ihren Weg zu finden. Dieser Weg führte nämlich nicht in die Wohnung von Daniel, was bestimmte Leute irrigerweise annahmen. Und da hat niemand irgendwas gesagt von den Anwohnern? Niemand? Doch, die Schulzen aus der 39. Die hatten mir ab und zu Kaffee gebracht und manchmal Abendbrot. Sie haben Ihrem Neffen also nur geholfen? Allerdings. Warum? Familie. Das macht man so. Auch nicht für jeden Hottentotten. Kalila gehört doch längst zur Familie, Herr Fechner. Alle, die da kommen, sind Ihre Familie. Moment. De Beer? Frau De Beer, ich wollte Ihnen danken. Aha, gut. Dieser Daniel ist endlich weg. Damit ist das geklärt. Ich muss jetzt nämlich auch los. Haben Sie das Protokoll gelesen? Ja, überblicksweise. Ich lese es am Montag Wort für Wort, versprochen. Schauen Sie, wo erwische ich Sie denn gerade? In Ihrem Büro nicht? Im Archiv. Der neue Fall hat ja Vorgeschichte. Aber Sie haben noch ein Kind zu Hause. Machen Sie Feierabend. Ich gehe jetzt auch feiern. So, wo geht's denn hin? Staatskanzlei. Ein Empfang. Es heißt der MP, der will mit mir sprechen. Na dann? Keine Angst. Ich werde Ihren Anteil an der Aufklärung dieses Falles nie vergessen. Bis Montag. So, Herr Fechner. Ihr Neffe kriegt höchstens Bewährung. Vielleicht wird er sogar freigesprochen. Aber Sie, ja? Wenn Sie verurteilt werden, das ist Ihnen doch klar, Sie gehen ins Gefängnis, wahrscheinlich für mehrere Jahre. Das sind die Konsequenzen meiner Tat, ja. Na gut. So, das war's schon. Eine Frage noch, Ihr Bruder, Daniels Vater, der starb schon 99, da war Daniel 9? Scheiß Krebs. Was ist jetzt Ihre Frage? Haben Sie die Vaterstelle eingenommen? Als Petra gestorben war, da sind wir nach Magdeburg gezogen und haben uns um ihn gekümmert. Da war er aber schon 16 und ich habe ihm die Wohnung besorgt. Sie kümmern sich ziemlich intensiv um ihn. Ja, normal würde ich sagen. Normal, wenn man der einzige Onkel ist. Sie haben ihm einmal die Wohnung tapeziert, ohne dass er es wollte. Hat er das erzählt? Ja, so ist er. Jammert und barmt Wochen und Monate, wie seine Bude aussieht. Und wenn ich dann den Pinsel in die Hand nehme, ist das Geschrei groß. Man spricht ja heute von Multitasking. Aber Daniel, der ist nicht mal monotaskingfähig. Das weiß er im Grunde auch, aber zugeben würde der das nie. Ich weiß noch, da war er schon 10. Gerd lebte nicht mehr. Da strampelt er an mir vorbei und ruft, Onkel Lutz, ich kann Fahrrad fahren. Was er nicht konnte, war bremsen. Erzählen Sie mir, wie es anfing.
Das war Tarek im Frühling. Er war über Griechenland gekommen und Mazedonien. Viel zu Fuß und manchmal Autostopp vielleicht. Er war total dünn. Haut und Knochen. Brauchte eine Woche, um sich zu erholen. Aber eines Tages ist er wieder gegangen. Ja. Er hat an einem Abend hat er gesagt, danke für eure Gastfreundschaft, morgen gehe ich. Sie hätten ihn noch behalten? Mein Cousin, natürlich. Das ist Familie. Gehörte Tarek denn für Daniel auch zur Familie? Tarek auf jeden Fall. Und das ist dir nicht manchmal zu viel? Nee, es gibt zu viele, die nur reden oder grölen. Weißt du, ich denke manchmal, wo bleiben wir dabei? Khalila, meine Wohnung ist deine Wohnung und deine Wohnung steht deiner Familie offen. Das ist selbstverständlich. Ja, nicht jeder ist so. Ich bin nicht wie mein Onkel. Nein, er hat schon welche weggeschickt. Vor unserer Tür. Wer sagt denn das? Er hat ihn verboten, bei uns zu klingeln. Er hat mit Polizei gedroht. Hat er dir das erzählt? Mm-mm. Said hat mich angerufen. Er hat gefragt, Khalila, was ist los bei euch? Du, ich muss noch mal raus. Kamel will los. Daniel, warte, bitte bleib. Er wollte den Zug nehmen nach Halberstadt. Ich sag, das ist nicht sicher. Was? Kamel will zur zentralen Aufnahmestelle? Da können sie ihm viel besser helfen als wir hier und der wäre endlich legal. Ja, legal, illegal. So, wollte Kamel von sich aus gehen oder hat Dani ihn vielleicht dazu gebracht, dass Nein. er geht? Daniel hätte niemand rausgeschmissen. Der war ja froh über das Leben, das sie mitgebracht haben. Lutz war der, der alle rauswerfen wollte oder gar nicht erst reinlassen. Wer kam nach Tarek? Hussein, aber der war nur eine Nacht hier. Warum? Sie meinen, Daniel hat ihn weggeschickt? Vielleicht hat er ihm den Abschied leicht gemacht. Hatte Dani Geld? Ja, er ging arbeiten neben dem Studium. Er hat so Kurse gegeben bei Bildungsträger. Social Networking für Arbeitslose. Das wurde immer mehr. In den Semesterferien kein Problem, aber seit das Semester wieder angefangen hat, er war nur noch am Arbeiten. Wo blieb das Geld? Hussein. Nicht der, der danach kam. Der hieß auch Hussein. Der zweite, meine ich. Der hat mich, als er wieder weg war, aus Hamburg angerufen und hat sich total bedankt für die Hilfe und für das Geld. Wir wären so großzügig. Ich dachte noch großzügig. 50 Euro. Wir hatten ihm das Geld für die Fahrkarte gegeben. Aber wenn Daniel dafür bezahlt hat, vielleicht nicht nur Hussein, dass ihre Cousins wieder gehen. Der hat sich nur verquatscht. Und die anderen haben es für sich behalten. Was hätte er getan, wenn er kein Geld mehr gehabt hätte? Yusuf war der Letzte. Und Yusuf ist tot. Yusuf habe ich rausgeschmissen. Der ist... Berber, ja, ich weiß. Nein, eine ganz andere Generation. Der hatte keinen Anstand. Das kann ich nicht sagen, was der mir an den Kopf geworfen hat. Sagen Sie es mit Ihren Worten. Er sagte, dass ich hier geblieben bin, wäre Verrat, unwürdig einer Muslima. Er hat gesagt, ich wäre eine Ausdrucke, hat er gesagt. Er hat gesagt, ich soll nach Hause kommen. Da würde ich dann schon sehen, wenn ich verheiratet bin, wie das ist, eine Frau von einem gläubigen Mann zu sein. Und Sie? Ich habe ihm eine gelangt. Und jetzt gehen wir, habe ich gesagt. Aber Yusuf ist zurückgekommen. Und Daniel hat ihn reingelassen. Ich hatte ihm ja nicht übersetzt, was Yusuf gesagt hat. Gut. Yusuf ist in der Wohnung. Ja. Und dann muss Daniel gegangen sein. Er lässt Yusuf allein in der Wohnung? Das haben wir immer so gemacht. Wir mussten arbeiten, zum Studium, so. Also gut, Yusuf ist allein. Dann klingelt es und Lutz kommt. Er ist zum ersten Mal allein mit einem ihrer Gäste. Und ausgerechnet mit Yusuf.
gibt ein Sprichwort bei uns. Al-Makan Dayi wal-Himar Rafaz. Der Raum ist zu klein und der Esel schritt zu. Und als Daniel zurückkommt, sieht er, was passiert ist, wird panisch und rennt davon. Nicht mal bei mir hat er sich gemeldet. Aber warum behauptet Daniel dann, der Täter zu sein? Sie glauben ihm doch nicht. Was muss ich ihnen noch erzählen, damit sie mir endlich glauben, dass Daniel unschuldig ist? Ja. Ja, also, Sie haben vorhin einen Ausreiseantrag erwähnt, den Lutz und seine Frau gestellt haben, 1987? Ja, das hat Daniel mal gesagt, einen Ausweisungsantrag. Nein, ein Ausreiseantrag. Oder so, ja. Mhm. Wurde der bewilligt? Sie sind nach Bremen gezogen, ich glaube, ja, Bremen. Mhm. Aber das war nicht einfach nur so ein Umzug. So weit ist das ja nicht. 1987, deutsche Teilung, ein Begriff? Achso, ja. Wir sind 2002 nach Deutschland gekommen. Aber ich weiß, was Sie meinen, ja. Die Berliner Mauer. Zwei Cousins von mir, die wohnen in Bethlehem. Sieht so ähnlich aus. Ja, nicht nur Berliner Mauer. Das war eine durch das ganze Land Mauer. Hm. Haben Sie nie darüber gesprochen, wie Daniel früher gelebt hat? Früher? Was meinen Sie? In den Nullerjahr? Ach, Arne... Den Tee macht keiner so gut wie du. Mhm. Vielleicht hoffen die auch, dass keiner von ihnen verurteilt wird, wenn nicht festzustellen ist, wer genau den tödlichen Stich ausgeführt hat. Arne. Und immer ist es noch nicht so wie sonst. Nicht beide streiten ab, sondern beide reklamieren die Tat für sich. Lass doch die Arbeit im LKA. Hast du Fischer davon erzählt? Annika, es geht um 1987, davon hast du keine Ahnung. Ich will Fischer nicht bitten. Dann machst du es, ohne dass du es willst, mache ich jeden Tag. Fischer, der hat mir immer geholfen. Erst als Vorgesetzter, dann als Suspendierter, also sogar vom Krankenbett aus. Nee. Und die Krönung als Tatverdächtiger. Und jetzt als Original-Ostler. Ich ruf den nicht an. Das habe ich mir geschworen. Wo willst du nur hin? Dein Tee? Ich muss noch mal ins LKA. Annika, Sie haben mich nicht hierher gefahren, um mir mein altes Büro zu zeigen. Diese Pflanze ist neu. Blümchen, wüsste jetzt, wie die heißt. Blümchen ist übrigens nicht da, die ist im Urlaub, Südamerika. Annika. Ja. Ich wollte Sie bitten, bei einem Gespräch dabei zu sein. Jetzt? Mitten in der Nacht? Es geht um Vorgänge im Jahr 1987. Wir müssten runtergehen. In die U-Haft? Ja. Also Sie sprechen und ich bin dabei. Ich soll eine Vernehmung durchführen. Jetzt? Braubach ist feiern. Ja, ich weiß, Staatskanzlei. Gehen wir? Sie sind verrückt, wenn das rauskommt. Das ist mein Einsatz. Wenn ich gewinne, kommt da nichts raus. Und wenn Sie verlieren? Tue ich nicht. Hab ja Sie. Herr Fechner, na, da haben wir ja Glück, dass Sie noch wach sind. Kein Problem. Darf ich vorstellen? Just Fischer, guten Abend. Ich habe schon alles gesagt, das können Sie alles nachlesen. Sie haben, Herr Fechner, 1987 einen Ausreiseantrag gestellt. Ja, wir wollten weg, ja. 1987? Hatten Sie auch eine Schachtel Inka im Auto liegen? Inka wie Machu Picchu. Das waren Zigaretten. Oder? Wenn die Schachtel im Auto lag, dann wusste jeder Bescheid. Inka. Also. Immer noch keine Ausreise. Nee, hatten wir nicht. Nee. Wir waren nicht auf Krawall gebürstet. Wir wollten nur weg. Seien wir froh, dass das alles vorbei ist. Morgen feiern wir 25 Jahre. Ohne die Einheit hätten Sie Ihren Neffen nie gesehen. Der ist schon geboren im Vereinigten Deutschland. Ja. Ich sag ja, vorbei, vergangen, abgehakt. Der Vater von Daniel, Gerd, war Jahrgang 1949. Der wollte aber nicht rüber. Der war ein ganz Roter. Was hat er beruflich gemacht? Er war bei der Armee. Ach, in der NVA? Wo? Irgendwo, bei Rostock, Flugplatz. Was hat er genau gemacht? War er Pilot? Ja, er ist geflogen, ja.
Aber der hat nie so viel darüber erzählt. Nach der Wende erst recht nicht. Die durften nicht mal ihren Dienstgrad AD tragen. NVA-Offiziere. Die von der Wehrmacht, die durften das. Was wäre er denn für ein AD gewesen? Hauptmann. Ach, dann war er zu Ostzeiten Oberstleutnant. Ja. Wie kommen Sie darauf? Man hat die Dienstgrade der NVA erniedrigt. Zwei Stufen meistens. Der NVA war großzügiger mit Beförderung als die Bundeswehr. Ja, und da wurde das dann, nicht, angepasst. Ja, sie wollten an der Rente sparen. So sieht's aus. Also, im Winter 89-90, da war klar, die NVA würde es nicht mehr lange geben. Und er, Gerd, würde pensioniert werden. In dieser Situation entschließen sich die beiden, ein Kind zu zeugen. Ich meine, der ganze Osten hat es damals anders gemacht. Es gab eine richtige Gebärverweigerung. Ja, Petra wollte es. Sie wollte es schon lange, aber Gerd nicht. Als dann klar war, er würde pensioniert werden, hat er endlich zugestimmt. Haben Sie Kinder? Nein, hat er nicht. Es ging nicht. Also, wir mussten uns damit abfinden. Heutzutage macht man allerlei Verrenkungen. Damals konnte man nur sagen, ist eben nicht. So. Und dann, als Daniel kam, war Gerd glücklich. Sie hatten ja wieder Kontakt, nehme ich an, nach der Wende. Ja, wir sind ab und zu hingefahren. Aber er saß nur noch auf dem Sofa. Durch die scheiß Wände kam das alles. Moment. Als Sie Ihren Ausreiseantrag stellten, 1987, da war Ihnen doch klar, was das für Ihren Bruder bedeutet. Er kriegte nicht gerade einen Sonderurlaub dafür, ja? Der durfte nie mehr fliegen. Ja, natürlich haben wir darüber nachgedacht. Das tat uns auch wahnsinnig leid, aber... Ja, nach Ihrem Ausreiseantrag ist er nie wieder geflogen. Befördert wurde er aber auch nicht mehr. Das heißt, er war schon mit Ende 30 Oberstleutnant. Ein Elitekader. Ja, ich sag ja, ein ganz roter. Der war sogar in Moskau zum Studieren. In Moskau? An der Militärakademie der Luftstreitkräfte. Ja. Wissen Sie, was das heißt? Ihr Bruder wäre General geworden. Mindestens aber Oberst. Ja. Ja, dann war es aber vorbei mit der Luftverteidigung der DDR. Aber Oberst wurde man nur, wenn man auch General werden sollte. Tja, mit diesen Westkontakten, mit deinem Bruder im Westen, war natürlich ein Unding. Ja, aber das ist doch nicht meine Schuld. Die Schuld hat das System. Sippenhaft war das. Illegal und verbrecherisch. Sie haben Ihren Bruder geopfert für... Tja, wofür? Freiheit. Sie meinen D-Mark? Das war doch Freiheit. Und? Wie hat sie geschmeckt, die Freiheit? Sie haben recht. Von Namen sah es ein bisschen anders aus. Der Westen hat uns nie mehr so gefallen wie von der anderen Seite der Mauer. 2005 sind Sie zurückgekommen nach Magdeburg. Werden wir leer zurückgehen sollen. Warum 2005? Daniels Mutter war verstorben. Erst Gerd, da war Daniel 9. Und dann Petra, da war er 15. Was sollte er denn machen alleine? Der war unfähig, wie gesagt. Und ist das ein Wunder bei dem Vater? Wenn wir kamen zu Besuch, da saß er mal weiter rechts, mal mehr zur Mitte. Aber immer auf dem Sofa. Das war gespenstisch. Wenn dann 4, 6 Wochen dazwischen waren, dachte man, ist der überhaupt mal aufgestanden zwischendurch? Dabei war er Anfang 40 und hatte einen kleinen Sohn. Und Geld war da. Die Bundeswehr lässt ihre Hauptleute nicht verhungern. Haben Sie je mit ihm gesprochen? Über Ihre Ausreise, über die Folgen für ihn? Reden. Das konnte man mit ihm nicht. Ich habe einen Eid geschworen, hat er immer gesagt. Klar. Aber Ihr Bruder, Herr Fechner, hätte Geschwaderkommandeur werden sollen. Dafür war er in Moskau. Dafür hat er gelebt. Ja. Ja, für Gerd ist 87 die Welt zusammengebrochen. Eine Weile hat ihn die Uniform noch aufrecht gehalten. Als sie dann weg war, 89, ist er auf seinem Sofa in sich zusammengefallen. Ich verstehe. Und nach seinem Tod haben sie versucht, das wieder gut zu machen.
an Daniel? Daniel, es ist mehr als ein Sohn, verstehen Sie? Von einem Sohn, da verlangt man auch mal was. Seinem Sohn liest man mal die Leviten, aber Daniel, ich wusste ja immer, der kann nichts dafür. Sieh das wie heute. Wie er vor dem Sofa steht, ein Spielzeugauto in der Hand und sagt, komm Papa, komm, spielen. Und Gerd hat ihn gar nicht gesehen. Der gleiche Gerd, den ich als Kampfpiloten kannte, drahtig, aufrecht und braun gebrannt. Er hat nur Petra noch den Gefallen getan und ihr ein Kind gemacht. Aber das war das Letzte, was er für Daniel gemacht hat. Ja, dann war die Stelle auf dem Sofa plötzlich leer. Und Daniel 9, wo ist er jetzt? Sie haben ihn gehen lassen? Ja. Das ist gut so. Ich fürchte nur, wir müssen ihn wieder einsammeln. In die Abendkühle fällt die Ahnung der Nacht. Woher wussten Sie das mit dem Geschwaderkommandeur? Ich hab da gelebt, Annika. Sie brauchen einen neuen Nachschalldämpfer. Ja. Danke für Ihre Hilfe, Fischer, aber jetzt ist gut. Ich fahre Sie noch nach Hause, das ist alles. Denken Sie nicht, dass ich Sie auf eine Tasse Kaffee noch mit hochbitte? Denke ich nicht. Oder dass wir die Nacht durchmachen und von alten Zeiten klönen? Auf keinen Fall. Und uns betrinken, weil wir noch am Leben sind. Ivo! Aber vorher muss ich noch Braubach anrufen. Ach Gott, der arme Braubach. Nee, lassen Sie den mal feiern. Wenigstens die paar Stunden. Ach, da ist ein Parkplatz. Da können Sie einparken. Danke. Danke für Ihre Hilfe, Fischer. Aber wirklich, einparken kann ich noch allein. So, in einer halben Stunde legen wir ab zu einer Bootspartie auf dem Adolf-Mittagsee-Station Mittelmeerkreuzfahrt. Die Welt zu retten ist gesund und macht Spaß. Arne, jetzt klingt es so, als ob du arbeitest. Prima, Lotte. Genau so. Immer schön festhalten. Das ist prima. De Beer? Frau De Beer, Sie haben ein paar Mal versucht, mich zu erreichen. Aber ich kam irgendwie noch nicht hoch. Das war ein rauschendes Fest. Frau De Beer, ich... Ist aber ganz groß, Lotte. Ich habe mit der Justizministerin getanzt. Das ist toll. Und spring. Walter. Herr Braubach, ich... Und soll Ihnen ganz herzliche Grüße ausrichten und seine Anerkennung vom Ministerpräsidenten. Herr Braubach, ich wollte, dass Sie es zuerst von mir erfahren. Hat das nicht Zeit bis Montag? Nein, ich gebe jetzt eine Fahndung raus. Nach Daniel Fechner. Daniel Fechner? Ja. Zähl bis drei und spring. Nein, er wollte nur ein besserer Mensch sein, als er tatsächlich hinkriegte. Lutz Fechner, der hat sich fälschlich selbst bezichtigt, um eine Schuld an seinem Neffen abzutragen. Lotte, hilf mal dem Jungen da. Gib ihm die Hand. Wir ziehen hoch. Ein blühendes Land. Hörspiel von Tilo Reffert. Es spielten Annika Nele Rositz, Fischer Hilma Eichhorn, Lutz Jörg Schüttauf, Daniel Kilian Land, Kalila Miriam Abbas, Braubach Michael Kind, Arne Hendrik Durin, Frau Franke Danne Suckel. Dramaturgie Thomas Fritz, E-Gitarre Bodo Komnik, Ton André Lühr und Holger König, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015 für den ARD-Radio-Tatort.